Kommen wir nochmal an den Safe? Oder habe ich das jetzt wieder super toll übersehen? Wir kommen wieder nicht zurück. Habe ich keine Chance mehr, da irgendwas zu machen. Oder haben wir die Lösung noch nicht? Also wie gesagt, 314 war die Zahl. Kann ich hier wieder rein? Nee. Ja. Dann halt durch den gruseligen langen Flur. Oh, ein Hund. Das ist unser Hund. Wir haben doch gewusst, wir haben ein Haustier. Ah, das Bild. Echt krass. Hier flüstert wieder irgendwas. Und in die andere Tür, wo geflüstert hat, bin ich jetzt nicht reingegangen. Hätte ich da vorher reingehen sollen? Was? Guter Junge? Was? Ah, good boy. Okay. Was flüstert denn da? Übersehe ich hier was? Ach, das hier. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Aww. Aww. Also das hat sich schon ein bisschen krank angehört gerade eben. So ein bisschen psychomäßig. So. Was bedeutet jetzt das Bild mit dem verbrannten Hund? Sinnbildlich. Ist doch irgendwo ein Feuer ausgebrochen. Es hat den Hund, hat der Hund das zeitliche gesehen? Ich hoffe es nicht. Was willst du das auch? Was? Eine Brille, eine Kerze, ein Rollstuhl. Immer dieses ums Eck gehen. Oh, da ein Zeitungsartikel wieder. Und immer sind die, ist das Datum abgeschnitten oder der Kopf oder was? Ein ehemals großer Künstler. Neues Bild von aus Galerien gelacht. Ja. Wovon wir heute Zeugen wurden, obwohl gänzlich ohne Wert, um es einmal künstlerisch auszudrücken, mag dennoch eine unbezahlbare Fallstudie für Psychologen sein. Diese harschen Worte kamen von niemand geringerem als Jason Hughes. Der bekannte Kritiker war einer der ersten, der die Werke von zu schätzen wusste und dessen Lob einst zum spektakulären Durchbruch des Künstlers beigetragen hatte. Danach gefragt, ob solch brutale Kritik, besonders angesichts der jüngsten tragischen Ereignisse, denn angemessen sei, antwortete Hughes: Als Kritiker ist es unsere Pflicht, Kunst zu kritisieren, ohne dabei den Künstler zu bewerten. Der Mann hat in letzter Zeit viel durchmachen müssen und er hat dafür offensichtlich einen hohen Preis zahlen müssen. Dennoch würden wir schweigen und gäben wir auch nur andeutungsweise zu verstehen, dass dies nur im Entferntesten akzeptabel sei, würden wir dem Künstler damit einen Gefallen tun. Andere Kritiker waren kaum nachsichtiger als der. Okay, da ging es wohl um uns. Was bedeutet das? Hey, bleib da hinten. Ich hab dich nicht gerufen. Ja, und die Tür zu. So schnell kann ich gar nicht gucken. Immer sehr beruhigend, wenn man irgendwelche Schränke aufmachen kann. Ja, toll. Ja. Welche Richtung muss ich? Okay, es ist sehr beruhigend, wenn hier immer alles abgeschlossen ist. Ja.
Hallo, und jetzt fliegt hier wieder irgendein Bild rüber, kann das sein? Das ist ja prädestiniert dafür. Doch nicht. Okay. Oh. Hallo? Tür auf, bitte. Hallo. Alter, da ist ein Gesicht hinten dran. Hallo? Ich dreh mich um. Der Raum hat sich verkleinert. Und jetzt dreh ich mich nochmal rum. Ich mag es nicht, wenn das passiert. Jetzt fliegt hier wieder hin. Fliegt hier wieder ein Bild rüber. Was ist das mit der Ratte jetzt gewesen? Was ist das hier? Hä? Ein Stück vom Rollstuhl oder was? Ich raff grad nicht, wo ich hin muss. Hä? Das ist doch... Hä, das ist schon, ist doch genau derselbe Raum. Oder? Ja. Was ist, wenn ich davor gehe? Was? Ah, das setzt mich zurück. Toll. Ja, ich gehe hier durch. Ich hab's verstanden. Ja. Schön. Ich mag das nicht, wenn das passiert. Okay. Ich mache überall das Licht wieder an. So, ein Brief. Was steht denn hier Schönes? 12. September. Jahreszahl wissen wir nicht. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel an eine meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigendste, hasserfüllteste Kacke, die ich jemals über meine Arbeiten gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr? Oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Also, ich könnte mir denken, da wir ja auch mit... Also gut, klar, wir hatten Eheprobleme, aber die resultieren ja auch daraus, wir haben ja gelesen, auch irgendwas mit Schizophrenie, es könnte ja auf uns sein. Und dass wir im Prinzip die Zettel selbst geschrieben haben und haben es aber unserer Frau in die Schuhe geschoben, was letzten Endes zu den ganzen Problemen geführt hat, ist jetzt gerade mein Gedanke. Hat er sie beschuldigt, obwohl das vielleicht selber war mit den Zetteln, weil er mit seiner Arbeit selbst nicht zufrieden war. Also wir in dem Fall. Was denn? Das kann man auch anders sagen. Dankeschön für diese Erfahrung. So. Ja, guten Tag. Hier geht's gerade so weiter. So. Ich kann hier nicht zurück. Gut. Oder schlecht. Hallo. Aha. Mhm. Was ist das, was da so macht? So. Mhm. Ja, das Spiel drückt's mir in die Fresse. Geh die Tür da rein. Ich hab nichts gemacht. Also, das war ich gerade eben nicht. So, ich mache hier erstmal schön die
Kerzen an. Ein Bett. Wem ist ein Bett? Ist das? So, was steht denn hier? 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem kleinen Kind im Haus. Das ist einfach verantwortungslos. Ja, saufen und dann noch... Na? Alter, ich bin noch nicht fertig hier. Ich möchte noch den Zettel lesen, da war doch noch... Einer. Was macht hier so? Ach du Scheiße, was passiert hier? Was ist denn? Hier war überall so ein komischer Gammel an den Wänden. Was war das? Wer schleicht da draußen rum? Und kann ich hier noch was lesen? Brillentry, Weinflaschen, okay, alles mögliche wieder. Nee. Ich kann hier noch Sachen aufmachen. Das ist gut. So. Okay. Wieder ein Bild von... Uns? Fragezeichen. Ja. Gut, gehen wir halt wieder raus. Da wurde irgendwas weggeschleift. Ins Bild rein. Sorry, wenn ich hier jedes Mal meine Grimassen schneide, aber ey. wie was? This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Na toll, das ist ja natürlich sehr gentlemanlike von ihm. Lässt seine Frau ihn hochtragen. So. Bin ich jetzt hier wieder... Diesen Flur kenne ich. Was war das? Schuhe und andere Dinge. So. Schön, wenn ich hier Licht anmachen kann, aber das bringt mir natürlich relativ wenig. Gibt es hier noch was? Nee. So. Da, 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 da. Ah, das Grammophon. So, und jetzt? Tür zu. Hier waren doch die Flaschen drin. So, was gibt's denn hier Schönes? Ah. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Hä, warum? Ja, und jetzt? Was soll das? Warum sollte der Arzt ihr das Geigespielen verbieten? Habe ich das richtig interpretiert? Okay. So. Ah, das Grammophon können wir drehen. Okay, da ist die Schallplatte. Oh. So, Prothesendiebe. Niemals hatte Bastarde. Kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? So, was passiert, wenn ich hier drehe? Natürlich passiert nichts. Wieso denn auch? Ich wollte nur wissen, was passiert, wenn ich das Ding noch nicht drauflege. So. Schaltplatte haben wir. So, jetzt aber.
Raum schmilzt. Ich glaube, das sollte ein Raum nicht tun. Und jetzt? I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Boah, was? Der hat sich Blut abgezapft und in ein Gefäß reingetan. Wie krass gemacht das ist. Okay, also wegen seiner Schizophrenie. Also, was ich damit sagen will, ist, sein Verhalten kann auch wirklich da, also lässt wirklich darauf schließen, dass er seine Frau beschuldigt hat, ihn zu kritisieren, obwohl das vielleicht selber war. Man weiß es nicht. Ich will hier nichts verharmlosen, um Gottes Willen, aber das ist eine ernstzunehmende Krankheit mit Sicherheit. Und jetzt? Was soll ich jetzt? Hä, was soll ich hier tun? Ich mach nochmal. Habe ich schnell gestellt und jetzt? Was ist, wenn ich es rückwärts... Moment, ich... Kann ich das rückwärts... Ja, was ist jetzt was... Moment. Halt, nochmal. Ich hab's jetzt langsam gestellt und wieder rüber. Ich hab keine Ahnung, was passiert. Moment. Ich weiß jetzt nicht, ich hab's langsam gestellt und geht es jetzt rückwärts? Ich mach's nochmal schnell. Ich verstehe es gerade nicht. Muss ich jetzt noch irgendwas machen mit dem, mit der Geschwindigkeit? Guck mal. Ich glaube, das war's. Wenn man es schnell macht. Okay, jetzt setzt sich wieder alles normal zusammen. Aber was muss ich denn jetzt mit diesem Gefäß machen, das ich hier habe? Ich verstehe gerade nicht, was ich machen muss. Ich kann hier wieder rausgehen. Muss ich hier wieder rausgehen? Ich weiß es nicht. Hä? Habe ich was übersehen? Machen wir mal wieder schnell. Hallo? So. Hallo. So. Sorry,
manchmal tue ich mir hier auch schwer. Ja, das war's. Bin ich ja wieder durch. Ist überall verläuft das Zeug. Ah. So. Guck mal. Oh, okay. Wir sind zurück. Das wird wohl unser nächstes Puzzleteil sein. Okay, wir haben wieder mehrere Sachen gefunden. Ja, die Bilder haben wir. Schön, schön, schön. Da fehlt noch einiges. Okay. So, was steht denn hier? Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht und du bist nu... Und hier bist du nun. Wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Dieser ganze leidende Künstler-Unfug hat jetzt aufzuhören. Okay, sie hat versucht wahrscheinlich ihm nur zu helfen. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Na dann. Schnaps oder was? Some liquid courage for your grand art opening. Flüssiger Mut, okay. So, da liegt noch was rum. Was haben wir denn jetzt? Hass selbst jetzt verloren alleine. Du verdienst es. Ein Grab für dich. Beende es. Okay, da werden auch immer mehr Wörter dazukommen. Okay, das haben wir das. Da fehlt noch einiges. Ich weiß nicht, ob wir alle finden. Alle Schnipsel. Gut. Mhm. Da liegt nichts mehr rum, oder? Nee. Gut, dann mal da dran. Was ist mit dem Ding hier passiert? Gut. So, was kann man denn hier erkennen? Noch erkenne ich gar nichts. Immer noch nicht. Es könnte eventuell irgendwie eine Person sein. Weiß ich nicht. So, was steht denn hier Schönes? Ich benötige einen Plastik... Okay, das hatten wir. Das ist genau das. Das ist das, was er gesagt hat gerade eben. Ja. So, und ich hoffe, er hat hier gespeichert, weil dann würde ich mal sagen, mache ich hier einen kurzen Cut. So, was steht hier? Form tritt heraus. Gut, wie gesagt, ich mache dann hier mal einen Cut und wir sehen uns bei der nächsten Runde von Leia Sophia. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei und gruselt euch auch so wie ich. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss!